Das Problem ist nur, dass die Leute, also beziehungsweise die Studenten aus ehemaligen Sowjetunion-Ländern oder aus Armenien, an ein ganz anderes System gewöhnt sind. Das System in Armenien ist was ganz anderes. Und bis man dann versteht, dass man hier in Deutschland sozusagen selbstständiger werden muss und auch angefangen vom Stundenplan, also Wahl der Fächer und so weiter, das muss man ja alles allein machen. Das scheint vielleicht so eine Kleinigkeit zu sein, aber das sind keine Kleinigkeiten, wenn man wirklich jetzt alles allein machen muss, weil in Armenien war das so, dass wir von Anfang an den Stundenplan bekamen. Uns wurde gesagt, diese Fächer müsst ihr jetzt lernen, die Prüfung ist dann und dann. Das heißt, du hast viele Sachen nicht selber gemacht. Und hier finde ich auf jeden Fall das System besser, dass man versteht, warum man studiert, was man studiert und auch selber die Fächer wählen kann oder beziehungsweise sich entscheiden kann, okay, ich möchte mich in die Richtung vertiefen.